Leute, und willkommen zurück zu Minion Rush Part 3. Im letzten Part haben wir den Fußballskin freigeschaltet und wir öffnen direkt die silberne Kapsel mit Marken. Noch Bananen, also Bananenmünzen. Und als letztes den Jäger, ein paar von den Karten. Genau, wir machen weiter. Heute müssen wir wieder ein paar Level spielen. Wir müssen ja endlich weiterkommen. Hier sind wir gerade und wir laufen weiter. Springe fünfmal über Hindernisse. Und den Pilger-Minion haben wir jetzt. Wir haben den auch übrigens neu im letzten Part bekommen. Habe ich aber nicht in Links geschrieben, weil der irgendwie am Ende erst gekommen ist. Also über Springer übrig. Okay, bin ich mal gespannt. Ah, das ist ein Schild. Ja. Der ist auch neu. Im letzten Part, ne? Wie ich euch schon gesagt habe. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst von Minion. Rush. Das müsste doch so einer sein. Ja, das ist ein übersprungenes Ding. Das glaube ich auch. Ja, natürlich. Okay. Das heißt, noch zwei sind übrig. Ich gehe mal das hier. Minion-Schild können wir noch nicht ausrüsten. Ja, auf jeden Fall, da ist noch eins. Genau. Und Mission müsste jetzt beendet sein. Genau, Mission beendet. Okay. Belohnungen, 30 Marken. Ja, das ist sehr viel. Spezialmission, Raum, Arsenal. Verbesserliche Einsätze. Oh, wir haben fünf verkleidete Dinger hier. Sehr interessant alles hier so, ne? Ja, was ist das denn? Achso, das war das. Drehen wir. Wie ging das nochmal? Ah, jetzt kostenloser Versuch. Und wir bekommen... Werden wir was Gutes bekommen oder nicht? Oh, nicht schlecht. Wir bekommen ein paar Marken für die Minions. Nein. Okay, weiter geht's. Hier sind die beiden ganz gut. Ja, nehmen wir mal einen Fußball, weil der sieht ganz cool aus. Laufe 60 Meter mit dem Bananensauger. Ah, okay, das sollte nicht so schwer sein. Ja, aber wir müssen erstmal einen Bananensauger finden. Aber trotzdem, alles einfach. Ne? So, ich habe gerade mal kurz gestoppt. So, jetzt können wir was machen. Hier runter. Bananen sammeln, die ich nehme mir natürlich auch wieder mit. Genau. Und ich sag's nochmal, wir werden sehen, wie viel Spaß wir daran haben an dieses Let's Play. Und dann werde ich auch entscheiden, wie lang das Let's Play gehen wird. Ich glaube, das sollte reichen. Ein Bananensauger, ne? Ja, Mission beendet. Also, mir macht zurzeit eigentlich schon Spaß. Aber ich kann mir schon 12 Parts vorstellen. Am Ende. Okay, wir sind da jetzt. Entkomme Vector einmal. Das ist Vector. Das ist relativ neu. Also, was heißt neu? Das meine ich nicht. Ist nicht neu. Aber, oh, wir können ja was umsonst. Das. Oh, eine. Oha. Wir haben voll viel umsonst. Okay, das Beste. Öffnen wir jetzt hier erstmal. Oha, voll viele Münzen. Für den Urlauber ein paar Marken, was ich gut finde. Und für den Pilik. Hä, den haben wir doch schon. Und sogar noch für den Tatüter da. Ey, den kenne ich aus dem zweiten Teil. Es ist noch was drin. Und für den Pfadfinder, wie cool. Die sind sehr selten anscheinend. Wir haben aber noch eine Box. Und wir bekommen bald noch eine, okay? Fünf Sachen sind drin, da steht da noch. Erstmal 473 Münzen, bisschen weniger. Ein Tourist. 17 davon. Ja, hier von dem Urlauber noch ein paar. Das heißt, wir brauchen nicht mal so viel. Hier von Pilgrim, den können wir upgraden. Pilgrim-Minion meine ich. Was hier Pilgrim? Oh, Skillet-Bob. Ist nicht schlecht. Finde ich ganz cool, Skillet-Bob. Machen wir weiter. Nein. Ja. Gegen den Vector. Was ist denn hier los? Interessant, aber nein, danke. Wie gesagt, ich will hier weitermachen erstmal. Machen wir hier weiter. Gegen Vector. Wen wollen wir denn? Nehmen wir mal einen Pilger-Minion. Oh, nee. Wir machen das schon. Ein Boss. Kampf übrig. Los geht's. Ja, für die Leute, die Vector nicht kennen, das ist anscheinend so ein Bösewicht, sage ich mal. Und ja, da ist ja irgendwas mit dem Mond passiert, dass er Mond geklaut hat. Ich glaube, ich war der das, keine Ahnung. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich habe eher den zweiten Teil
geguckt. Ja, ich mochte Minion eigentlich ganz gerne. Minions, ne? Erster Teil. Es gab einen Teil davor. Ich weiß nicht, ob das der allererste Teil war. So aus der Vergangenheit. Und er war echt gar nicht so schlecht. Aber jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Der erste, der allererste war das, glaube ich, mit dem Mond. Keine Ahnung. Der war echt nicht schlecht. Aber mein Favorit ist immer noch der zweite. Genau, der zweite Teil war sehr gut. Also wirklich. Ich mochte den zweiten Teil. Hat mir Spaß gemacht zu gucken. Ja, war schon so eine 9,5, wenn nicht auch schon eine 10. Den großen Drohnen ausweichen. Ja, das hätte ich jetzt. Die kleinen Drohnen, um sich gegen die zu wehren. Ach so. Okay, ich habe verstanden. Hoffe ich. So, ich konzentriere mich jetzt mal hier auf diesen Bosskampf. Was? 7 Minuten 40 Sekunden? Müssen wir drücken, genau. Dann nochmal. Der soll jetzt. Ah, Mission Bennett. Ach, das ging doch schneller. Genau, zum Filmthema wieder. Also wie gesagt, der allererste Teil, der war schon cool, aber immer noch nicht, so ich sage, das ist mein Lieblingsteil. Der erste, habe ich ja eben schon drüber geredet, der war cool, aber nicht so cool wie der zweite. Und wie ich gesagt habe, beim zweiten, dafür 750 Meter, ich muss da was runterladen. So, El Machos Versteck. Ja, Fußball. Genau, was ich auch am zweiten Teil so mochte, war das mit den Lucy und so. Das fand ich echt spannend und es hat schon Spaß gemacht zu gucken. Ne? Genau. Und dieser El Macho, ja. Okay, so sieht's jetzt hier aus auch. Ja. War echt ein cooler Film. Und der dritte, den habe ich im Kino gesehen, der war ganz okay. Der war ganz, ja, kann man machen. Aber nicht mein Lieblingsteil. Also, da fand ich die ersten zwei Teile ein bisschen besser. Da war ja dieser Bruder, so. Sein Bruder ist da gekommen. So viel, ja, ich habe schon länger kein Mini mehr geguckt. Und dann gab es noch einen Teil, der ist relativ neu, nämlich 2023. Da wollte ich eigentlich reingehen, aber ja, irgendwie hatte ich doch keine Lust mehr auf Minion irgendwann gehabt. Ja, dann, den letzten Teil habe ich nicht mehr geguckt. Ich nehme den Schild mit. Vielleicht habe ich was verpasst in dem Film, ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob der gut war, der Film, oder nicht. Weil dann würde ich mir den vielleicht nochmal angucken, aber halt nicht im Kino. Und Mission beendet. Ja, der dritte Teil war an sich ganz gut, aber nicht so gut wie der erste und der zweite. Ja, genau, das war zum Thema Filme von Minions. Im nächsten Part habe ich auch ein gutes Thema, laufe eine Minute lang. Das ist die letzte Quest sein. Ja, im nächsten Part habe ich ein sehr gutes Thema. Auch über Minions. Was interessant ist, ihr könnt ja schon mal raten in den Kommentaren. Oh, jetzt kommen diese Dinger. Ja, okay, das ist neu. Ja. Genau. Ja, die Minions-Filme, die waren was Cooles. Habe ich, als ich ein bisschen kleiner war, auch sehr gerne geguckt, immer die Filme. Jetzt halt nicht mehr, wie ich ja eben gesagt habe, dass ich die nicht mehr so gern gucke. Also doch, den zweiten Teil finde ich auch sehr cool. Der macht immer noch Spaß zu schauen, aber ich habe schon seit langer Zeit es nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht habe ich nächsten Part noch ein Thema, worüber ich reden kann. Nämlich nicht Filme, sondern es gibt auch Serien von Minions, von den Minions. Das wissen viele gar nicht, aber doch, das ist so. Und den Bananensauger. Oh, wir können auch mal rutschen heute einmal. Yeah. Ach so, ich habe den Sauger gar nicht mehr. Na gut. Das knapp. Ja, genau. Ja, 2 Sekunden übrig. Ja, Mission beendet. Genau, hier Belohnungen, ein paar Bananen. Ja, das ist doch cool. Im nächsten Part reden wir dann über die Serien und noch ein Geheimnisthema. Oh, wir können das öffnen. Das machen wir noch. Oh, 623, das ist viel. Tanga Strut. Ein Eiscreme Strut. Stout. Kalter Karl. Und legendär, glaube ich, ja, den Kung-Fu-Start.
Ja, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr zwei verpasst. Und ich sag ciao.